fucking 2 weeks or whatever. Stunden, sagt man, braucht man, um etwas perfekt zu beherrschen. 10.000 Stunden die gleiche Tätigkeit, die gleiche Fähigkeit üben. Und ich meine, das ist mehr als ein Jahr. Ein Jahr hat 8.760 Stunden. Das heißt, das ist mehr als ein Jahr jeden Tag 24 Stunden am Tag eine Sache machen. Und das Ganze in maximal 10 Jahren. 10.000 Stunden, bis man Meister ist. Ich meine, schauen wir uns Profifußballer an. Die meisten fangen so mit 6, 7 Jahren an zu trainieren. Und mit 17 durchschnittlich kriegt man wohl seinen ersten Profivertrag. Das sind 10 Jahre, 10.000 Stunden. Aber wie sehen diese 10.000 Stunden aus? Was passiert da? Ich bin, weiß Gott, kein Profifußballer, deswegen kann ich euch diese Geschichte nicht erzählen, aber ich kann euch erzählen, wie ich zu 10.000 Stunden Tuba gekommen bin. 10.000 Stunden Tuba üben, Tuba spielen und mein Weg bis zum Profimusiker. Ich bin am 27. Januar geboren. Am gleichen Tag wie Wolfgang Amadeus Mozart. Ich hatte wahrscheinlich gar keine andere Wahl, als Musiker zu werden. Mein Vater ist Pianist und hat mir dementsprechend ganz früh Klavierunterricht gegeben. Ich habe also sehr früh angefangen, Klavier zu spielen. Tatsächlich hat sich aber das Klavierspielen nie so richtig wie meine Sache angefühlt. Das war schön, es hat mir wahrscheinlich sogar Spaß gemacht. Mit meinen Kindern muss man immer so ein bisschen zum Üben zwingen. Aber es war nie meine Sache. Ich habe das immer für meinen Vater gemacht, nie wirklich für mich selbst. Meine Mutter hat Fagott gespielt in einem Blasorchester bei uns im Dorf. Und dieses Blasorchester habe ich öfter gehört und war völlig fasziniert von dem größten Instrument, was es da gab, die Tuba. Ich wollte unbedingt das größte Instrument spielen. Problem war, ich war noch sehr klein, ich war 6, 7 Jahre alt und die Tuba ist ein sehr großes Instrument. Und dann haben meine Eltern mit mir den Deal gemacht, wenn ich die Tuba selbst tragen kann, dann darf ich sie spielen. Und genau das ist ein paar Jahre später passiert. Als ich 8 Jahre alt wurde, habe ich die Tuba tragen können und somit haben meine Eltern mir eine gekauft und ich habe angefangen, Tuba-Unterricht zu kriegen. Man muss sich das so vorstellen, die Tuba war so groß wie ich. Meine Oma erzählt mir immer, wenn ich gelaufen bin und die Tuba auf dem Rücken hatte wie so ein Rucksack, dann haben unten echt nur noch meine Füße rausgeguckt und der Rest war nur Tuba. Aber ich konnte sie tragen, konnte anfangen zu spielen. Die ersten Jahre liefen, glaube ich, ganz normal ab. Mein Bruder hat Posaune gespielt, ich habe Tuba gespielt, wir hatten jede Woche Unterricht und haben wahrscheinlich nicht jeden Tag geübt, aber so irgendwie in die Richtung, um ein bisschen voranzukommen. Mit 13 Jahren habe ich zum ersten Mal bei einem Wettbewerb mitgemacht. Es gibt in Deutschland einen Wettbewerb, der heißt Jugend musiziert. Das ist für Jugendliche, die gegeneinander antreten können im Musikspielen. Da gibt es regionale Landes- und Bundeswettbewerbe. Das heißt, man fängt im Regionalwettbewerb an und qualifiziert sich im besten Fall für Landes, qualifiziert sich im besten Fall für einen Bundeswettbewerb. Genau das habe ich gemacht, genau das habe ich geschafft. Ich habe einen dritten Preis gewonnen auf Bundesebene im ersten Versuch und das war für mich, das hat mir ziemlich die Augen geöffnet, weil ich festgestellt habe, ich glaube, ich kann das ganz gut, kann ganz gut Tuba spielen. Und da ist noch was passiert, was sehr besonders war. Und zwar hat meine Mutter einen Anruf bekommen von einem Trompeter, einem Profi-Trompeter aus dem richtigen Orchester. Und zwar hat der gesagt, ich habe hier noch 4 Jungs, die können ihr Instrument ganz gut und die würden gerne gemeinsam spielen mit ihrem Sohn. Wir suchen noch einen 5. Mann und zwar für ein Quintett. Ein Quintett sind 5 Blechbläser, 2 Trompeten, eine Posaune, eine Tuba, ein Horn. Ich habe die Tuba gespielt. Und durch diese 4 Jungs habe ich festgestellt, es gibt ja nicht nur mich, sondern es gibt noch andere, die können das anscheinend auch ganz gut und die haben irgendwie nur das im Kopf. Die wollen nur das Instrument spielen. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben viel geübt, wir haben den Wettbewerb nochmal zu 5 mitgemacht, haben wieder einen Preis gewonnen, wieder auf Bundesebene. Und dadurch habe ich festgestellt, wir waren ja nicht alleine auf dem Wettbewerb, es gab ja wiederum viele andere. Und plötzlich waren da ganz viele andere. Und dann habe ich festgestellt, es gibt nicht nur mich und es gibt nur nicht die anderen 4, es gibt dann noch viel, viel mehr Leute, viel, viel mehr Jugendliche, die ihr Instrument gerne spielen und anscheinend auch vielleicht ganz gut spielen. Durch die anderen habe ich von einem Jugendorchester erfahren, ein Landesjugendorchester. Das heißt, ein Auswahlorchester aus den besten hessischen jugendlichen Musikern. Und dann habe ich da vorgespielt. Man kann da nicht einfach mitspielen, man muss auch eine Art Wettbewerb gewinnen, um da mitzuspielen. Das habe ich gemacht, den Wettbewerb habe ich anscheinend gewonnen. Zumindest habe ich einen Platz bekommen und durfte mitspielen. Und habe die Jahre darauf eigentlich jede Ferien damit verbracht, mit diesem Orchester unterwegs zu sein. Wir haben immer nur 1, 2 Wochen lang geprobt und dann sind wir auf Tour gegangen. Teilweise kleine Tourneen, teilweise China-Tourneen. Also es war relativ viel und hat eigentlich meine komplette Jugend eingenommen. Das Besondere an diesem Jugendorchester war, ich habe dort klassische Musik gespielt. Es war ein Sinfonieorchester. Das heißt im Prinzip schon das, was man als Profi in einem Profiorchester macht, nur halt eben als Jugendliche.
Nicht ganz so gut wie Profis, das wäre ist ja klar, aber teilweise die gleichen Stücke oder sehr oft sogar die gleichen Stücke. Und so konnte ich diese Stücke schon kennenlernen. Ich habe klassische Musik neu kennengelernt und zwar nicht die klassische Musik, die mein Vater mir gezeigt hat, sondern jetzt meine eigene Musik, die ich für mich entdeckt habe. Klassische Orchestermusik. Und das war was ganz Besonderes, weil ich gemerkt habe, das ist was für mich, das ist meines, das habe ich für mich entdeckt und es gibt hier noch ganz viele andere Jugendliche, die sind da genauso fasziniert von wie ich und verbringen auch im Prinzip ab jetzt jede freie Minute, zumindest mal in den Ferien, damit diese Musik zu spielen. Diese Jugendorchester sind ein Abbild von Profiorchestern, das heißt, die sind die gleiche Besetzung, die gleiche Anzahl von Musikern, nur anstatt dass 80, 90 Erwachsene sitzen 80, 90, 15, 16, 17-Jährige. Aber eine Sache hat mir das gezeigt, es gibt eben Profiorchester. Das heißt, das ist ein Beruf. Man kann das sogar lernen, man kann das beruflich machen, man kann dafür bezahlt werden. Und fortan war das mein Plan. Das hat mich völlig fasziniert. Ich muss nicht arbeiten wie die anderen Menschen. Ich muss mich nicht in ein Büro setzen, muss irgendwie mein Geld verdienen, damit ich in der Freizeit das machen kann, was ich eigentlich machen will. Ich kann das sogar beruflich machen. Ich kann beruflich Freizeit haben. Ich kann beruflich mein Hobby ausüben, so komisch das klingt. Der erste Schritt in diese Richtung war ein neuer Lehrer. Ich habe jetzt bei Josef Juhas Unterricht gehabt. Josef Juhas ist der Tubist der Oper Frankfurt. Das heißt, dass das ein Profi-Tubist. Der wird dafür bezahlt, dass er Tuba spielt. Und bei dem habe ich jetzt Unterricht bekommen. Und der hat mir relativ schnell gesagt, pass auf, du musst studieren, du musst dir gute Instrumente kaufen, du musst Tuba studieren und dann kann das was mit dir werden. Talent hast du, üben musst du noch ein bisschen was und dann kann das was werden. Aber wie wird man Profi-Tubist? Mein damaliger Lehrer Josef hat gesagt, du musst studieren. Du musst Tuba studieren und am besten machst du das beim besten Lehrer, den es gibt, Professor Stefan Heimann in Stuttgart, deine Hochschule. Genau das habe ich gemacht. Ich habe erst bei ihm normal Unterricht genommen. Meine Mutter hat mich vorbeigefahren, da war ich 15, hat mich zu ihm gefahren, ich habe Unterricht genommen. Er fand, dass ich das anscheinend ganz gut mache und durfte öfter kommen. Das heißt, ich bin fortan jede Woche zum Unterricht gekommen. Erst als Privatschüler, später als Jungstudent. Es gibt in Deutschland die Möglichkeit, dass man schon während der Schule studiert. Das heißt, ich habe jetzt kein Vollstudium gemacht, aber ich durfte Unterricht beim Professor kriegen und war in der Hochschule als quasi Student, als Jungstudent eingeschrieben. Dafür muss man eine Aufnahmeprüfung machen, genauso wie die richtigen Studenten später. Und wenn man das schafft, dann darf man das als Jungstudent studieren. Genau das habe ich gemacht, da war ich dann 16. Das Besondere daran war, ich war also schon Teil dieser Klasse. Ich war zwar der Jungstudent und klar, die richtigen Studenten haben mich manchmal ein bisschen komisch angeguckt, weil ich war eben noch nicht erwachsen oder noch nicht richtig Student, aber ich war in dieser Klasse schon dabei. Das heißt, da gab es andere 5, 6 Studenten, die auch Tuba gelernt haben, Tuba studiert haben, jeden Tag geübt haben und Unterricht genommen haben beim gleichen Lehrer, so wie ich. Und dieses Klassengefüge hat mir wieder gezeigt, es gibt andere, die machen das auch. Und das Beste war, die sind viel, viel, viel besser als ich. Und ich konnte da hochschauen und wollte genauso gut werden wie die und wollte unbedingt besser werden, damit ich eben mal mitspielen kann wie die Großen, wie die Erwachsenen, wie die richtigen Studenten. In der Zwischenzeit hat sich Josef, mein vorheriger Lehrer, bei mir gemeldet und hat gesagt, pass mal auf, wir bräuchten hier in der Oper in Frankfurt, in dem Orchester, wo er spielt, ab und zu mal vielleicht noch eine Aushilfe, einen anderen Tubisten, wenn er mal nicht kann, vielleicht hat er zu viel zu tun oder es gibt andere Gründe, warum er mal nicht kann und sie bräuchten mal jemanden. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte und mal im Orchester spielen möchte. Und genau das habe ich gemacht. Ich durfte dort mitspielen, im Profiorchester, mit 17. Das war völliger Wahnsinn für mich. Ich durfte, natürlich, es war eine kleine Oper, es war nicht sonderlich viel zu tun. Es war nur ein Akt von 4. Ich bin kurz vor Schluss gekommen und habe ein paar Töne gespielt. Aber ich durfte in einem Profiorchester mitspielen. Neben mir saßen Leute, die machen den Job teilweise seit 30, 40 Jahren, Legenden in meinen Augen. Und ich durfte neben denen sitzen und mitspielen. Das war für mich eine unfassbare Ehre und unfassbar stressig. Aber ich durfte mitspielen. Und anscheinend habe ich mich gar nicht so schlecht angestellt, weil ich durfte fortan öfter dort spielen und durfte öfter aushelfen, wenn zu viel zu tun war oder wenn Josef vielleicht mal krank war. Es gab immer mal wieder Gründe und ich durfte immer mehr spielen und immer mehr Stücke kennenlernen, jetzt in einem Profiorchester. In der gleichen Zeit habe ich dann Aufnahmeprüfung gemacht für das Vollstudium, für das richtige Studium und habe bei meinem Professor, bei Stefan Heimann, voll studiert. Im Studium habe ich festgestellt, dass meine Kommilitonen oft Probespiele machen. Probespiele sind Wettbewerbe, um eine Stelle im Orchester zu kriegen. Es gibt in Deutschland 130 Orchester, davon haben, denke ich mal, 80 oder sowas eine Tuba-Stelle. Die sind natürlich nicht alle frei. Die sind besetzt von Tubisten und sind so lange besetzt, bis derjenige in Rente geht. Das heißt, pro Jahr gibt es vielleicht 2, 3 Stellen, die frei sind. Um so eine Stelle zu kriegen, muss man ein Probespiel gewinnen. Ein Probespiel ist so eine Art Wettbewerb um die Stelle.
Da bewerben sich dann aus ganz Deutschland, teilweise aus Europa, Leute, die da Interesse haben vorzuspielen, die da mitzuspielen wollen, die mitspielen wollen in diesem Orchester. Teilweise 100, 200 Leute. Es werden 30, 40, manchmal 50 Leute eingeladen. Nach Lebenslauf, wer den besten Lebenslauf hat, wird eingeladen. Und die kommen alle an einem Tag zu einem sogenannten Probespiel. Spielen in der ersten Runde alle ein Stück. Von dieser ersten Runde, von den 50, kommen 5 weiter in der zweiten Runde. Die spielen wieder was, kommen weiter in der dritte Runde und am Ende sind vielleicht noch 2 übrig. Und der Beste von diesen beiden kriegt den Job. Manchmal auch nicht. Manchmal sagt das Orchester, ja, ist okay. Heute war keiner dabei, der gut genug war. Wir schicken alle wieder nach Hause. Und das sind Probespiele. Und so kriegt man einen Job im Orchester. Und das ist fortan mein Ziel. Probespiele machen, um einen Job im Orchester zu bekommen. Man weiß auch nie, wo man landet. Es gibt in ganz Deutschland, ganz Europa gibt es diese Probespiele. Es gibt wenige Stellen, die frei sind. Man fährt also auf jede Stelle, die frei ist, egal wo sie ist, hin. Und man fliegt ganz oft in der ersten Runde raus. Man fährt 5 Stunden irgendwo hin, in eine andere Stadt, wartet dort 3 Stunden, bis man dran ist, spielt 5 Minuten, wartet wieder 2 Stunden, bis alle anderen fertig sind. Dann kommt die Jury raus und sagt, alles klar, die 5 nehmen wir, dein Name ist nicht dabei. Du fährst wieder nach Hause, hast nichts geschafft, hast den Job nicht bekommen. Das kommt ganz, ganz oft vor. Aber irgendwann ist für mich der Moment gekommen, wo ich in eine zweite Runde gekommen bin. Ich bin weitergekommen. Ich war unter diesen 5, die anscheinend gut genug waren, für eine zweite Runde. Dann habe ich noch was vorgespielt, dann war wieder das Gleiche. Orchester kommt raus, sagt die Namen von den Leuten, die weiter sind. Mein Name war nicht dabei, wieder raus, wieder nach Hause. Irgendwann war der Moment gekommen, ich bin in eine dritte Runde gekommen. Und irgendwann kam dann der Moment, dass ich in der dritten Runde war. Wir waren nur noch zu dritt. Das Orchester kommt danach, nach der dritten Runde, guckt uns alle an und sagt zu dem Menschen neben mir rechts, du hast die Stelle. Der andere neben mir hat die Stelle, ich nicht. Ich habe ein bisschen schlechter gespielt, ich bin Zweiter geworden. Schön. Zweiter bringt aber nichts. Zweiter ist genauso gut wie Letzter, weil ich meine, er hat den Job, alle anderen nicht. Aber es hilft nichts. Man macht weiter. Ich habe weitergemacht und irgendwann, 3 Jahre, nachdem ich das erste Probespiel gemacht habe, habe ich meine erste Stelle gewonnen. Das erste Mal, wo ich anscheinend der Beste war und habe danach den Posten bekommen. Staatsorchester Braunschweig, das war mein erstes Orchester. Okay, was passiert dann? Ich habe die Stelle gewonnen. Ich ziehe nach Braunschweig. Ich habe meine Wohnung gesucht, bin nach Braunschweig gezogen. Hab angefangen im Orchester zu spielen. Das heißt, man hat Proben, jede Woche, teilweise jeden Tag man Proben, morgens und abends. Hat dann Konzerte, Opernaufführungen. Das Staatsorchester Braunschweig war eine Oper. Das heißt, es gibt Opern und Konzerte, die man das Jahr über gespielt hat. Und es gibt ein Probejahr. Jeder Musiker, der in ein Orchester kommt, hat ein Probejahr. Das heißt, nachdem du die erste Hürde des Probespiels geschafft hast, bist du ein Jahr lang auf die Probe gestellt. Du musst besonders gut performen im Orchester. Wenn das Jahr vorbei ist, stimmt das ganze Orchester darüber ab, ob du bleiben darfst. Und wenn sie Nein sagen, bist du wieder raus und hast nichts gewonnen. Aber wenn sie Ja sagen, kriegst du einen Festvertrag. Und genau das ist mir in Braunschweig dann auch irgendwann passiert. Ich habe ein Jahr gespielt und dann kam irgendwann das Orchester auf mich zu, hat abgestimmt und gesagt, hier, das gefällt uns ganz gut, was du machst. Du darfst bleiben. Und dann war ich festes Mitglied. Dann war ich wirklich endgültig Profi, du bist. Und habe tatsächlich mein Hobby, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und das Abgefahrene für mich war klar, ich hatte viel Dienst, musste viele Konzerte spielen, viele Stücke neu kennenlernen, viele Sachen proben. Aber das Abgefahrene ist, ich habe immer noch Tuba gespielt. Also das, was ich eigentlich mein Leben lang gemacht habe und habe jetzt plötzlich dafür Geld bekommen. Das hat sich für mich nie so richtig wie Arbeit angefühlt. Weil es war ja das, was ich immer machen wollte, nur jetzt mache ich es immer noch auf einem höheren Niveau als früher mit Profis und kriege dafür Geld. Völlig abgefahren. Ich habe meine eigenen Dienste eingeteilt, ich habe einen Plan bekommen, das sind die Proben, die Konzerte, wo du spielen musst, bitte sei da und da, dann und dann da. Gut, bin ich da, spiel. Geh nach Hause, krieg Geld. Das habe ich auch im Jugendorchester gemacht, kriege ich auch immer einen Plan. Da ist die Arbeitsphase, da und da ist das Orchester, mach das, spiel das Stück, bitteschön. Da habe ich Geld dafür gezahlt, dass ich mitspielen kann und jetzt kriege ich Geld dafür. Völlig, völlig irre. Ein paar Jahre später habe ich mir noch einen Schritt überlegt, einen Schritt in ein größeres Orchester. Das Staatsorchester Braunschweig ist ein fantastisches Orchester. Ich habe mich pudelwohl da gefühlt, sehr viele Freunde gefunden, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Aber ich dachte mir, vielleicht gibt es ja noch andere Orchester, die noch ein bisschen größer sind, die noch größere Stücke spielen können, weil je nachdem, wie groß so ein Stück besetzt ist, wie viel Musiker man braucht dafür, desto größer muss das Orchester sein. Und dann hat mich mein Weg nach Köln geführt, wo ich jetzt immer noch lebe. Ich habe wieder ein Probespiel gemacht, wieder diesen Wettbewerb, diesmal in Köln, habe ihn nochmal gewinnen können. Und habe meine Stelle angetreten, nachdem ich 2 Jahre in Braunschweig war, in Köln im Gürzenich-Orchester. Wieder ein Opernorchester, aber mit mehr Musikern, dass man öfter größere Stücke spielen kann, weil wenn du ein Stück hast, wo 130 Leute besetzt sind und du hast nur 80, dann wird das schwierig. Und das Orchester hier ist größer, deswegen können wir öfter größere Sachen spielen. Und deswegen bin ich hierher gekommen. Das Gürzenich-Orchester Köln, wo ich bis heute noch spiele. Das waren meine 10.000 Stunden. Mein Leben in den letzten Jahren. Ich bin mittlerweile 28, das ist eine ganze Weile her quasi.
In dieser Zeit habe ich mindestens eben diese 10.000 Stunden investiert. So wie ganz, ganz viele andere, die Tuba gespielt haben, Tuba gelernt haben, ein anderes Instrument gelernt haben, Sport gemacht haben, alles Mögliche. Ich glaube, dass jeder hinter jeder erfolgreichen Karriere als Musiker, als Sportler und in ein paar anderen Sachen stecken diese 10.000 Stunden. Und ich glaube, ohne die geht's nicht. Ich glaube, diese 10.000 Stunden muss jeder reinstecken, weil mit 10.000 Stunden ist auch, glaube ich, eher eine Metapher gemeint, wie viel Energie und wie viel Engagement man reinstecken muss, um eben sowas zu schaffen. Das nimmt das komplette Leben ein. Es gibt eigentlich nicht viel anderes als das. Es gab in meinem Leben eigentlich nichts anderes als Tuba in der Zeit. Es war für mich klar, als ich 15 war, habe ich festgestellt, das kann ein Job werden. Man kann damit Geld verdienen und dann wollte ich das. Nichts anderes mehr. Ich hatte nichts anderes im Kopf, als Orchester-Tubist zu werden. Und dann habe ich das geschafft. Es gibt ganz viele, die schaffen das nicht und die haben es genauso vor wie ich. Das heißt, ich habe echt auch tierisch Glück gehabt. Kann man gar nicht anders beschreiben. Aber ich habe halt eben auch diese 10.000 Stunden investiert. Und ich glaube, auch wenn die 10.000 Stunden von anderen Musikern, von Sportlern komplett unterschiedlich aussehen, was die alle gemeinsam haben, ist eben dieser Fokus. Es gibt nichts anderes. Und es ist nicht so, dass wir uns überlegt oder dass ich mir überlegt habe, ich investiere jetzt mal 10.000 Stunden in Tuba, sondern ich mache das. Ich habe einfach Tuba gespielt. Weil ich liebe das immer noch. Und es war einfach, das ist meine größte Leidenschaft, ist klassische Musik, Tuba im Orchester. Also habe ich es gemacht und auf dem Weg dahin halt irgendwie diese 10.000 Stunden eingesammelt und dann am Ende hat es sich ausgezahlt mit dem Job. Und ich glaube, was dann wiederum ganz viele gemeinsam haben, von denen diese 10.000 Stunden gemacht haben und daraus einen Job gemacht haben, dass das, glaube ich, kein Job ist. Frag mal einen Profisportler, ob die einen Job machen. Oder ob das einfach, also für mich gab es keine andere Wahl. Ich wollte immer das werden, jetzt bin ich es geworden. Ein Riesenprivileg, dass ich das geschafft habe. Einen Job kann ich das nicht nennen. Also es fühlt sich zumindest nicht wie einer an. Ich mache das Gleiche, was ich mit 15 im Jugendorchester gemacht habe. Ein bisschen öfter jetzt als immer nur in den Ferien. Ich mache das jeden Tag. Aber ich musste damals für Jugendorchester-Arbeitsphasen Geld bezahlen. Mittlerweile kriege ich Geld dafür, dass ich das mache. Das ist fantastisch. Ich mache das, auf was ich Bock habe. Ich stehe morgens auf, habe Bock auf Tuba spielen, gehe in Orchester, spiele Tuba, gehe nach Hause und kriege am Ende des Monats Geld dafür. Das ist das größte Privileg, was du auf dieser Welt haben kannst. Dein Hobby zum Beruf machen, so banal wie das klingt. Und ich glaube, dafür musst du diese 10.000 Stunden investieren. Ich hatte echt große Lust, mal mein Leben zu erzählen. Mal alles andere zu erklären, was nicht hier im Studio tagtäglich auf diesem Kanal passiert. Die Musikproduktion und dieser YouTube-Kanal nehmen mittlerweile einen sehr, sehr großen Part in meinem Leben ein, aber lange nicht so viel wie die klassische Musik und mein Orchester. Damit habe ich eben viel, viel früher angefangen. Später kam dann Musikproduktion dazu. Und deswegen kommt das jetzt auch mehr auf diesem Kanal. Ich zeige auch mehr meine klassische Musikseite in Zukunft. Das heißt nicht, dass jetzt keine Studiotouren mehr kommen oder dass kein Content hier aus dem Studio kommt. Der kommt genauso wie vorher auch. Aber es kommen eben auch Videos aus dem Orchester, Videos von mir als Tubist. Weil das ist eigentlich ein noch größerer Part meines Lebens als den Part, den ich gerade zeige. Und ich habe Lust, das auch euch daran teilhaben zu lassen, weil ich glaube, das ist ganz interessant. Und vor allem für mich ist der Unterschied total interessant, der einen Welt der klassischen Musik zur anderen Welt des Beat-Produzierens. Weil die Welten könnten auf der einen Seite nicht weiter auseinander sein und sind auf der anderen Seite so eng miteinander verbunden, weil in meinem Fall, ich mache halt beides. Probe im Orchester, komme nach Hause, produziere ein Beat, gehe wieder zurück auf Abendskonzerte. Und dann nehme ich euch in Zukunft ein bisschen mit und zeige euch ein bisschen mehr meinen Alltag und zeige euch nicht nur hier im Studio Musik produzieren, sondern eben auch Orchester, weil ich es total interessant finde und ich brenne für diesen Job immer noch und ich glaube, das überträgt sich und bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Kommen in Zukunft, wie gesagt, immer noch die Studio-Videos, immer noch die Studio-Touren, aber auch im Orchester-Content. Bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Bis nächste Woche Mittwoch zum neuen Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut. Ciao.